Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel ganz auf Glory. Das Ganze habe ich ja schon mal gespielt gehabt. Ich habe auch gerade nochmal schon mal hochgefahren, also heruntergeladen, dann einmal hochgefahren, um zu schauen, ob mein Account zu finden ist. Er hat meinen Account sofort gefunden. Richtig gut. Dadurch sind wir jetzt schon so weit. Okay. Dann muss ich mal wieder die ganzen Punkte hier abarbeiten. Da ist ein Punkt. Oh, ich bin noch in der Allianz. Ist ja nice. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die würde mich rausschmeißen. Egal. Nee, da. Nachrichten, 77 Nachrichten. Oh, das ist schön. Ja. Sehr gut. Königreich Polen. VIP-Punkte verwenden. Nachrichten. Sammeln. Müll. Müll. Sammeln. Müll. Ach, geht doch viel schneller. Und nochmal.
Okay. Bericht. Wann war das gewesen? Oh, am 28.04. Gemacht. Verwaltung, alle markieren und alle löschen. Zack. Okay. Aber hier noch Gegenstände. Jetzt zu gucken, wo können wir was machen? Jetzt nehmen wir den Lila nochmal.
Na, noch zwei. Und der letzte. Fertig. Ich habe noch 15 Gold. Ich habe noch 15 Gold. Verstehe ich nicht. Warte mal, machen wir. So, ja. Hundert Gold, okay. Kann mich mal. Der will mich verarschen. Stein. Da bin ich. Durch den Wald marschieren. Ach ne, ins Labyrinth. Dann schauen wir mal. Ja, und dann noch einmal kämpfen. Und der Kampf. Gut, haben wir geschafft.
brauche ich denn? Holz habe ich genug. Getreide. Glücksrad. Und was kriege ich? Holz. Nee, das mache ich noch nicht. Ich bin VIP geworden. Naja, nicht schlimm. Ich brauche 100 von den Pussy-Teilen. Das muss erst Level 10 sein. Das ging da auch hier drüber. Ausbilden. Level 3er. Level 3. Das kommt noch.
Was haben wir noch hier? Wir bilden erstmal hier aus. Das dauert ein bisschen länger. Und den ausbilden. Und jetzt haben wir den noch. Was haben wir jetzt noch? Noch ein Sägewerk. Jetzt kriegen wir ein Krankenhaus. Geschenk verfügbar. Sammeln. Was muss ich erstmal noch ein Krankenhaus? Gleich kommt bestimmt noch Militärzelt. Gut, dass ich so viel Holz habe. Und der nächste. Noch ein Krankenhaus. Und jetzt kommt da ein Militärzelt. Nein, noch ein Krankenhaus. Noch ein Krankenhaus. Wie viele Verletzte gibt es denn bei mir immer? Und noch ein Krankenhaus. Hier ist ein Militärzelt. Was, den kann ich auch gleich noch verbessern. Ich sag ja, ist nice. Und Militärzelt. Noch ein Militärzelt. Ich mal auf das Militärzelt. Ah.
Gut. Okay. Ich bin begeistert. Münzenzeit. Ich brauche 10, ach so. Ich brauche noch 5 Stück. Oh. Ich bin jetzt ganz verwirrt. Vielleicht kommt es ja gleich nochmal. Also, wir wollen ein Haus bauen. Schmiede verbessern. Okay, das ist gratis. Nochmal. Haus bauen. Den verbessern. Verbessern. Ich brauche diese Bücher, um das Haus zu verbessern. Dann muss ich mal gucken, was ich hier einbauen kann. Die Axt. Fernwaffe. Ist aber eine Nahkampfwaffe. Leuchtet der? Verbessern? Geht nicht. Okay. Da packe ich da jetzt keinen Plan rein.
So selten ich das Spiel spiele. Spende. Lass. Dann legen wir mal mit der Spende los. Forschung. Forschung ist wichtig. Forschung. Und erstklassige Forschung fortgeschritten. Entwicklung. Das war ja, glaube ich, immer Wirtschaft, ja. Okay, was haben wir noch? Zwei leicht Verletzte. Und sind im Krankenhaus. Sieht schon wieder aus. Was muss ich jetzt machen? Tägliches Geschenk, Spende, Forschung. Fünf, eins sind 21. Sechs habe ich noch.
Ja, da kommen wir auch jetzt schon langsam näher zum Ende. An Arbeiten, an Trainieren, am Forschen. Ja, okay, Spende kann ich noch Geld ausgeben. Wie viel darf man spenden am Tag? Ah, ich glaube, bis 4 Stunden war das. Jetzt darf man nicht mehr. Oh, noch 3000. Schön. Und noch was? Das war's. Meine Kapitelmission ist, ich muss 5 Leuten helfen. Super. Ach ja, die beiden sind neu, der ist neu und der Stein ist neu. Ich habe kein Geld. Kreatur ausrüsten. Das ist mein Zombie. Mit Level 14 geht es beim Zombie weiter. Ich habe gar keine Wappen. Nicht.
Also ich habe nur grüne Sachen. Herstellbar, das kann ich herstellen. Ich wollte gar nicht nachschauen, was ich noch herstellen kann. Senden wir den noch einmal hier rein. Das wird zwar jetzt richtig knackig. Es wird schwer. Kampf. Nee, schaffe ich nicht. Also den besiege ich noch, aber den Boss gleich nicht. Da ist der Boss. Oh. Ich habe mit einem Leben überlebt. Ich dachte, er wäre gerade einmal auf Null gesprungen. Gut, dann werde ich den nicht schaffen. Nee, nee, nee. Das war aber knapp. Und was kann ich jetzt noch machen? Oh, da war gratis gerade. Gratis Beschleunigung. Zack, zack, zack. Und jetzt habe ich hier den verbessern. Okay. Oh, nicht schon wieder das. Gut. Die Tagesdailies, die waren doch hier dabei. Tägliche Belohnung. Zehn Biester töten. Zwei habe ich schon. Suchen. Bedrohung. Suchen, Bedrohung, Level 1. Okay. Angriff. Wie stark ist der Feind?
Passagiere. Suche Level 1. Zehn Stück, das waren jetzt 5, das ist jetzt Nummer 6. Löschen. Jawohl. Kein Silberschlüssel mehr. Gut, gut, gut. Zurück zum Anwesen, holen die tägliche Belohnung ab. Ah, wird automatisch eingelöst. Gut. Da. Naja, jetzt könnte ich auch die ganzen anderen weitermachen. Aber ich denke mal, das wird ein bisschen langweilig, das so zu schauen. Ist ja schon so manchmal langweilig. Deswegen schnell noch hier. Verbessern. Gratis. Ja. Verbessere deine Kaserne auf Level 9. Wenn ich den auf Level 10 verbessern möchte, was muss ich machen? Mauer 10. Machen wir das. Wir machen einfach jetzt mal meine Burg auf Level 10. Verbessern. Help. Beschleunigen. Verbinden. Verbinden. Verbinden.
Free. Das war Nummer 1. Verbessern. Das Lager. Verbessern. Hilfe. Beschleunigen. Verwenden. 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 Free. So. 11 Stunden. Das dauert. Noch irgendwas hier? Ja, das war's. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch diese ganze täglichen Quest machen, aber ich bin ja jetzt schon fast eine Stunde am Spielen und dann wird es auf jeden Fall 2 oder 3 Stunden werden. Das wird zu lang, deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde hier zurückgehen. Übrigens, es hat keiner auf das Gewinnspiel geantwortet, also wird das weiter verlost. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ticket auch abholen. Und danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.